Hallo und herzlich willkommen zum 22. Mal hier bei diesem Toruta Schatten Let's Play. Wir sind immer noch auf Alderaan und zwar, um genau zu sein, vorm Haus, wie hießen sie? Teral hießen sie, genau. Denn dort haben wir letztes Mal, ich hätte sie auch an Soldaten sehen können, denn hier haben wir letztes Mal einen Angriff vom Haus Ulgo zurückgeschlagen. Was machen wir hier? Wir versuchen, der ja, offizielle Gesandte zu diesem Diplomatengipfel von dem Haus Teral zu werden, damit wir dort auf Meisterin, ja, ich und meine Namen, ne? Meisterin, steht es hier irgendwo? Sidoni, Meisterin Sidoni zu treffen, genau. Das ist unser Ziel. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, eben diesen Angriff zurückgeschlagen und von daher reden wir jetzt mal mit Captain Terrace, mal sehen, was er zu unserem heldenhaften Einschreiten hier zu sagen hat. Gut, er ist schon mal begeistert. Gut, er dankt uns für unser plötzliches Auftauchen. Ja gut, wir müssen jetzt ein bisschen nett sein. Wir wollen ja gerne die Abgesandte werden, von daher sagen wir mal nicht zu danken. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Okay, also wir sollen weiterhelfen. Gut, Ugo wird nicht an mir vorbeikommen. Ich werde sie alle vernichten. Okay, also dürfen wir direkt wieder hier in den Kampf. Letztes Mal war es ja schon relativ knapp. Ich hoffe mal, dass das diesmal auch ganz gut klappt jetzt. Oh oh. So ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Wobei, sollte eigentlich gehen, wenn jetzt nicht plötzlich noch... Oh doch, da kommen noch welche. Allerdings nur normale. Damit können wir leben. Ist das der letzte? Nee. So, das war der letzte. Jawohl. Hat auch noch relativ gut geklappt. Gut, dass wir uns mal vor ein paar Ausgaben neue Ausrüstung gekauft haben. Ohne die wäre sicherlich nichts geworden. Ach, kriegen wir hier noch Applaus. Schön. Und reden mal wieder mit dem Captain. Gut, also verschafft er uns nun Zutritt zum Haus. Und dort können wir jetzt endlich mal mit Lord Teral sprechen und ihn hoffentlich davon überzeugen, dass wir als Gesandte zu dem Gipfel wollen. Seid ihr Lord Teral? Ich bin hier, um euch beim Friedensgipfel zu vertreten. Jedi. Ja, Organa sagte mir, ihr würdet kommen, aber nun, das ist... Es ist kompliziert. Das gesamte Haus muss neuen Delegierten zustimmen und niemand wird einer Fremden die Zustimmung geben. Sie ist vielleicht eine Fremde, doch sie ist ein Jedi. Man sollte meinen, ihr wärt dankbar für die Hilfe. Ja, natürlich, aber das Haus Teral ist derart tief gefallen, wir haben nicht einmal mehr die Kraft zu hoffen. Es wird mehr als nur mein Wort brauchen, um sie zu überzeugen. Na ja, gut. Ah, ich weiß nicht so recht. Sind wir jetzt wieder direkt böse, sagen, das klingt erbärmlich oder... Ja, komm. Mit anderen Worten, ihr seid zu voll des Selbstmitleids, um euch selbst zu helfen. Ich war nicht immer so, Jedi. Aber dann wurde unser Delegierter ermordet und Ulgo brachte uns in dieses Loch. Es tut mir leid, ihr habt recht. Wie meine Tochter Fasha sagt, Selbstmitleid bringt nichts Gutes hervor. Erzähl einfach von unserem Plan, Vater. Richtig. Die Lage des Hauses Teral ist derzeit unsicher.
Unser Feind, das Haus Ulgo, will uns vernichten. Ihre Armee steht vor unseren Toren. Das Haus Teral braucht einen starken Verbündeten, wenn wir überleben wollen. Wir brauchen das Haus Organa. Okay. Eine Allianz mit dem Haus Organa scheint mir durchaus möglich. Das hatten wir gehofft. Wir haben dem Haus Organa eine Allianz durch Heirat vorgeschlagen. Meine Tochter Farsha sollte Lu Organa heiraten. Doch das Haus Teral ist schwach. Und einige im Haus Organa fürchten, wir könnten sie mit nach unten ziehen. Wir müssen Organa beweisen, dass das Haus Teral sich selbst gegen seine Feinde verteidigen kann. Na, da kommt doch sicherlich wir ins Spiel. Ich werde sie alle vernichten. Edi, gerade jetzt brauchen wir eure diplomatischen Fähigkeiten. Wie ich schon sagte, die Streitkräfte des Hauses Ulgo stehen vor den Toren und drohen damit, uns aus unserer letzten Festung zu vertreiben. Doch Ulgos befehlshabender General Astavox ist ein Söldner mit einer sehr vagen Vorstellung von Loyalität. Wenn wir ihn gewinnen können, können wir die Belagerung brechen. Ich werde sofort in Verhandlungen mit Astavox treten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich werde das Haus Organa sofort kontaktieren, sobald ich vom Ende der Belagerung erfahre. Okay, also, Astavox. Sollen wir auf unsere Seite ziehen? Ich bin mal gespannt, wie wir das machen können. Und das ist ja scheinbar sehr hier direkt in der Nähe. Da oben ist das Kriegslager. Direkt wieder nördlich des Hauses, in unmittelbarer Nähe. Da sind wir da natürlich schnell hingefahren. Ich habe natürlich seit letztem Mal oder vorletztem Mal, ich weiß gar nicht, wann ich mich gefragt habe, ob man auf Alderaan schon auf KOTOR war, nochmal nachgeforscht und nee, war man nicht. Hatte ich mir auch schon gedacht, denn an diese, ja, an diese verschneiten Regionen konnte ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Na, irgendwie Graslandschaften hatte man ja öfters mal, aber so mit Schnee drinne, weiß ich gar nicht. So, da sind wir schon. Wo ist er? Ach, da steht er, ja. Ich komme im Auftrag des Hauses Teral. Sie wollen, dass ihr die Belagerung beendet und euch ihnen anschließt. Na, wenn das keine Überraschung ist. Die Jedi haben beschlossen, in der Politik von Alderaan mitzumischen. Ihr scheint euch ganz schön sicher zu fühlen, wenn ihr einfach so in einen Raum voll gut ausgebildeter Kommandosoldaten spaziert. Aber ihr müsst wissen, dass ich nicht einfach mit jedem Geschäfte mache. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Versuchen wir ihn zu überreden? Oder werden wir gleich mal ein bisschen direkter? Ich finde die direkte Methode besser. Dann muss ich wohl Gewalt anwenden. Schon gut, Jedi. Ich hab's nicht so gemeint. Den wahren Wert einer Person erkennt man erst auf dem Schlachtfeld. Krieg und Blutvergießen sind Feuer und Amboss der wahren Größe. Ich verhandle nur mit Ebenbürtigen. Außerdem sind meine Jungs große Sportfans. Wenn ihr ein Rudel meiner Kriegshunde besiegt, können wir reden. Na, das ist ja kein Problem, das machen wir doch. Ja, machen wir die Hunde oder machen wir einfach ihn? Ich mag Hunde. Also, nehmen wir ihn lieber. Das ist Zeitverschwendung. Na. Dann hoffe ich mal, dass das nicht die falsche Entscheidung war. Jawohl. Knapp, aber hat geklappt. Das ist natürlich die Frage, was wir jetzt unserem Auftraggeber sagen. Wenn er das überhaupt ist hier am Holocron, weiß ich ja nicht. Vielleicht ist es auch wer anders. Gehen wir mal dran. Jedi, ich
hatte versucht, euch zu erreichen. Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass alle gehört haben, wie ihr Astavox getötet und die Belagerung beendet habt. Auch das Haus Organa. Sie haben der Allianz zugestimmt. Jetzt die schlechte Nachricht. Lou Organa wurde entführt. Naja gut, ja, warum sollte mich das interessieren? Das ist ja schon klar, weil dann kommt die Heirat nicht zustande und dann kann die Allianz nicht zustande kommen, ne? Von daher müssen wir ihn wohl retten. Dann müssen wir ihn zurückholen. Ganz genau. Die Entführer gehörten zu Ulgos Verbündeten, dem Haus Rist, Alderaans gefährlichsten Attentätern. Eine Organa-Teral-Allianz wäre verheerend für das Haus Ulgo. Sie müssen die Entführung von Lou Organa angeordnet haben, um sie zu verhindern. Ich werde Lou Organa retten, das verspreche ich. Seid vorsichtig und beeilt euch. Wir müssen dem Angriff Organas zuvorkommen, sonst bricht alles auseinander. Okay, also müssen wir ihn finden. Wir wissen aber noch gar nicht, wo wir suchen sollen, ne? Oder wie ist das? Zum Bunker von Haus Rist, na gut, okay. Wir wissen, dass Rist es war. Wenn er weiß, wo Haus Rist seinen Bunker hat, dann können wir da natürlich hinlaufen. So, was machen wir denn? Ja, wir könnten unserem Teran eine neue Hose verpassen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir merken ja, dass seine Heilung doch relativ wichtig ist. Und dann machen wir das auch. Und damit Stufe 31. Wunderbar. So. Wo sind die Hose? Ist das die hier? Jawohl, das ist die. Schön. Okay, dann porten wir uns einfach hier zum Wachposten zurück. Nehmen von dort aus dann den Gleiter nach oben. Das sollte, denke ich, die schnellste Methode sein. So, wo ist der Flugpunkt? Ach, hier. Ah, dann können wir mit so einem Flugding fliegen. Wie auch immer die heißen, weiß ich nicht. So, aber das hier scheint auch der sinnigste Flugpunkt zu sein. Wir machen auf jeden Fall lustige Geräusche. Und sie sehen zumindest so aus, als dürften sie eigentlich nicht fliegen können. Ich finde, sie sehen sehr massig aus, oder? Wie so ein Fisch so ein bisschen. Naja. Dafür sind wir schon gleich da. Da oben links müssen wir rein zum Bunker von Haus Rist. Gar nicht, wo der jetzt landet. Hoffentlich ziemlich weit oben. Ach ja, genau, hier ist irgendwo auf der linken Seite so ein Lager, glaube ich. Da unten. Nicht viel los halt auf Alderaan. 14 Leute nur. Mit uns. Sprich 13 andere. Aber hier steht immerhin wer. So. Gut, dann ist es ja jetzt nicht mehr so weit. Einmal in den Norden einfach hoch. Ach, Postenlander hieß das hier. Ah ja. Und hier ist das Sonnental. So ist natürlich die Frage, der hier macht so eine Linksbiegung. Ich hoffe, hier kann man dann trotzdem rüber. Ja, das ist eine Brücke. Okay. Da oben ist, glaube ich, ein Datacron drauf auf dem Ding, was wir da sehen. Wenn ich mich recht entsinne. Oder es war eine Questline. Irgendwas ist da oben auf jeden Fall. Irgendwas Interessantes. War schon lange her, dass ich das gemacht habe. Na, ja, ich glaube, das Datacron war da nicht oben, sondern da das versteckte Datacron, was es da links gibt, da fliegt man mit so einem Fliegeding hoch, was wir da eben auch hatten, dieses Tier. Ist auch so irgendwo so ein versteckter Flugpunkt, den wird man dann einfach hingebracht. So, aber hier geht es jetzt gleich ins Haus Rist rein. Hier stehen schon irgendwelche Pirscher vom Haus Rist rum. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, und
Dort scheint der Eingang zu sein, in dem Bunker. Jawohl. So, und dann nutzen wir auf jeden Fall mal direkt unsere Tarnung aus. Oh, den haben wir aber gerade noch rechtzeitig hier gestunt. Oh ja, und das scheint ja ein relativ großer Komplex hier zu sein. Ah, und hier ist die Phase. Okay, und da in der Mitte sollte das irgendwo dann sein. Na gut, da geradeaus sieht man ja schon, dass da irgendwie Wachen sind und so ein Stuhl aufgestellt. Ja, so ein ja, wie nennt man sowas? Weiß ich gar nicht. Was soll ich denn überhaupt machen? Soll den finden? Ja, okay, macht Sinn. Gut, aber da scheint er ja nicht zu sein. Da ist ja nichts drauf, nee. Ah, da hinten ist er doch, oder? In dem käfigartigen Gebilde. So, dann müssen wir ja auf jeden Fall vorher den Aufseher besiegen. Ich hoffe mal, das klappt auch. Versuchen wir es einfach mal. Oh, der macht ganz schön Schaden. Ich da erstmal jetzt hier einen Stun rein. So, den unterbrechen wir direkt. Aber da können wir jetzt leider nicht viel machen, aber wir hätten ihn so kicken können. Ja, das klappt aber. Wunderbar. Ja. Lou freut sich auch in seinem Käfig. Mal fix hochrecken, bevor wir ihn dann befreien. So. Je, was bin ich froh. Ich dachte schon, sie wollten mich töten. Das wollen sie doch auch, oder? Euch geschickt, nicht wahr? Sie haben mich wegen eines Bündnisses zu sich bestellt. Ich war gerade unterwegs zu ihnen als... Ein Glück, dass ihr hier seid. Welchen Grund hatte denn das Haus Rist, euch zu entführen? Keine Ahnung. Vielleicht hatte es ja mit dem Bündnis zu tun? Ich wollte mich gerade ins Haus Teral begeben und das Heiratsbündnis besprechen, als die Attentäter herbeistürmten und mich vom Tranta rissen. Hier bin ich dann aufgewacht. Wollten sie das Bündnis verhindern? Aber wer hätte daran Interesse? Na gut. Wenn Haus Ulgu der Gegner ist, dann wollen die natürlich nicht noch dann sich mit Haus Organa anlegen, von daher. Das Haus Ulgu hat am meisten zu verlieren, wenn Teral seine Macht zurückerlangt. Naja, aber das ist doch seltsam. Diese Leute haben Ulgu nie erwähnt. Als ich das Bewusstsein verlor, sprachen sie von Meisterin Sidoni. Aber wie könnte sie denn etwas damit zu tun haben? Sicher wollten sie ihr nur etwas in die Schuhe schieben. Ja, gut, das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Das habe ich ganz außer Acht gelassen. Möglich. Hoffen wir, dass es so geschieht. Bestimmt ist sie unschuldig. Meisterin Sidoni setzt sich für den Frieden... Ah! Tut mir leid, mein Kopf. Ich habe immer noch Schmerzen von dem Fall. Ich kann hier nicht weg, bis ich weiß, ob Meisterin Sidoni damit zu tun hatte. Die Entführer sind immer nach nebenan gegangen, um mit ihrem Boss Kontakt aufzunehmen. Bestimmt finden wir dort einen Kommunikator. Und dann sehen wir nach, wen sie angerufen haben. Okay, also drücken wir quasi Wahlwiederholung, ja? So, das Problem ist jetzt natürlich, wir müssen da hinten hin und er wird ja vermutlich alles Mögliche hier... Agron wollte ich gerade sagen, aber hier ist ja gar nichts mehr. Ist ja interessant, ist einfach despawned alles. Aber da haben wir hier halt immer solche getriggerten Events. Nee, du heilst jetzt gar nicht. Jawohl. Direkt wieder hochrecken. Ich nehme mal an, wenn da schon steht... Ah ne, das ist noch die Bonusquest von der anderen. Ich denke mal so 2-3 Mal wird uns hier noch was in den Weg geschmissen. Ja, da kommt schon ein Pirscher. Hat uns aber nicht entdeckt. Doch, hat uns doch entdeckt. Ah. Oh, naja gut, beide
kann ich nicht unterbrechen. Nicht mal einen geschafft zu unterbrechen gerade. Aber soll's. Wunderbar. Na los. Geh weiter. Da unten ist unser Kommunikator oder das Fototerminal. Da müssen wir hin. Mal sehen, bis hier noch irgendwas aus dem Busch springt. Wenn ich mich dem nähere. Oh, sieht nicht so aus. Ja, Lu kommt auch. Von daher sind wir hier scheinbar auf der sicheren Seite und werden da jetzt mal gleich drauf drücken und die Wahlwiederholung betätigen. Allerdings auf 100 fortgeschrittenen Zeit machen wir das dann erst in Ausgabe 23. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.